Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Wie gehabt, jeden Samstag erkunden wir für Sie ein faszinierendes Kapitel der vielfältigen Historie unserer Schweiz, unserer Eidgenossenschaft. Heute stehe ich an einem Flussufer, unschwer zu erkennen. Der Wasserstand ist sehr hoch aufgrund der Regenfälle und die Geschwindigkeit, nicht gerade stromschnellenartig, aber durchaus beschleunigt. Und interessant ist, dass diese Stelle vielleicht nicht den meisten von Ihnen bekannt ist, allerdings nicht weit von hier eine sehr befahrene Autobahn, die Zürich mit den Skigebieten des Bündnerlands verbindet, unter anderem, aber auch noch mit vielen anderen Gebieten und Städten. Jetzt aber zu Professor Christoph Mörgeli. Christoph, ja, was ist das für ein Gebiet? Warum stehen wir hier? Was hat es da mit der Meilensteinhaftigkeit auf sich? Warte, ich rück dich da noch perfekt ins Bild. Grüezi miteinander. Wir befinden uns in der Nähe von Benken im Linzgebiet. Und dieses Linzwerk, dieser Linzkanal, war eine ganz große Sache in der Helvetik, in der beginnenden, sich auch zusammenfindenden Eidgenossenschaft, die dann im Bundesstaat gründete. Es war ein Werk von nationaler Bedeutung, in dem man große Gebiete jetzt von Sumpf befreit hat, das wirtschaftlich, landwirtschaftlich urbar gemacht hat als Gebiet und vor allem Überschwemmungen verhindert hat, dauerhaft. Mit solchen Überschwemmungen waren natürlich auch die entsprechenden Mücken verbunden und damit die Malaria, die es damals in diesen Gebieten durchaus noch gab. Also die technische Zähmung der wilden Natur hier in der Lindebene. Man sieht sie im Hintergrund, eine ziemlich weite Fläche, die sich da öffnet. Was muss man wissen, um diese Pionierleistung richtig einzuordnen? Man muss natürlich wissen, wie das vorher ungefähr ausgesehen haben mag. Diese Lind entspringt dem Lindgletscher und durchfließt dann das Glarnerland. Und weil die Glarner sehr früh ihr Holz für Feuerzwecke natürlich, zu Heizzwecken, aber auch zum Bau von Häusern verwendet haben, sind viele Murgänge vorhanden gewesen. Das heißt, es gab sehr viele Erdrutsche. Das Geschiebe ging dann in diesen Fluss. Das war relativ leicht. Das waren ja nicht schwere Steinbrocken vielfach. Und das Geschiebe wurde dann hier irgendwo abgelagert in der Lindebene, sodass es immer wieder zu Überschwemmungen kam. Der Walensee zum Beispiel war 5,5 Meter höher, bevor man dieses Lindwerk gestaltet hat. Wer hat das gebaut und was ist die technische Errungenschaft dahinter? Das Lindwerk ist untrennbar verbunden mit dem Stadtzürcher Hans Konrad, dass ich es richtig sage, Hans Konrad Escher. Später zubenannt, allerdings erst nach dem Tod für seine Erben, für seinen einzigen Sohn, der den Titel geerbt hat, Escher von der Lind. Der Zürcher Regierungsrat hat ihm dieses Adelspartikel erblich überliefert, aber wie gesagt, die Linie starb dann aus, sodass es heute keine Escher von der Lind mehr gibt. Aber das Geschlecht Escher ist natürlich ein führendes Stadtzürcher Geschlecht über Jahrhunderte. Und dieser Hans Konrad Escher hat sich in jungen Jahren als Sohn eines Textilfabrikanten aufgemacht, hat Europa bereist, hat sehr viel gelernt, hat sich kaufmännisch ausgebildet, aber eben auch wissenschaftlich in Fragen der Geologie und der Technik. Und er war dann der Mann, der durch die Tagsatzung beauftragt, hier begann im Jahr 1807 dieses interessante Lindwerk als Leiter, als oberster Chef zu gestalten. Was hat man genau gemacht? Das ist sehr interessant, wie man dieses Problem angegangen ist. Man hat nämlich die Lind bei Mollis in den Walensee geführt. Da ging sie vorher nicht hin. Und man hat dann wieder den Abfluss als Kanal gebaut, diesen Lindkanal, der dann eben aus der Gegend von Wesen Richtung Oberer Zürichsee fließt, in heute sehr gerader Form,
auch beidseits mit Dämmen verstärkt, so dass er eben nicht mehr über die Ufer treten kann. Das Hauptwerk war eben bei Mollis dieser sogenannte Escherkanal, wie er heute heißt, nach dem Haupterbauer, und dann eben der Lindkanal, der jetzt in den Zürichsee fließt, wo wir uns gleich am Rand befinden. Es sieht ja nicht so kanalmäßig aus. Man hat hier ein paar Anhöhen, die den Fluss säumen, der eben jetzt sehr hoch steht. Es sieht fast aus, als sei das gar kein Kanal. Was sind das für Palisaden oder Beschränkungen? Aus was hat man die genau gebaut? Wie hat man dafür gesorgt, dass die stabil sind? Worauf kam es an bei diesem Bauwerk? Das ist natürlich sehr eindrücklich. Man hat natürlich damals hauptsächlich noch von Hand arbeiten müssen. Und dass man diese Dämme anlegen konnte, das ist schon ein ganz großes Wunderwerk der menschlichen Technik in dieser Zeit. 1807 bis 1823 hat man dran gebaut. Also im Todesjahr von Hans Conrad Escher war dieser Lindkanal noch nicht ganz vollendet. Es ging also einige Jahre. Und später musste man immer wieder nachkorrigieren, denn die Lind blieb ein Stück weit unberechenbar. Es hat noch 1999 und 2005 massive Überschwemmungen gegeben. Man hat auch gedacht, halten diese Dämme? Und es gab dann auch entsprechende Sanierungsarbeiten noch in diesem Jahrhundert. Woraus sind diese Dämme gebaut? Diese Dämme bestehen natürlich hauptsächlich aus Steinen, aus Erde natürlich auch, aber es ist massives Material, das hier aufgeschichtet wurde, sodass eben nichts passieren sollte. Übrigens hat man im Zweiten Weltkrieg auch nochmal drainiert, damals dann allerdings im Rahmen des Plans Wahlen, dieser Anbauschlacht, weil man eben noch mehr Landwirtschaftsland gewinnen wollte. Hat sich der Lindkanal bewährt oder musste der dann modernisiert werden? Hat man da mit Betonverstärkungen gearbeitet? Ist der sozusagen aufdatiert worden oder sind das im Grunde die ursprünglichen Wehrwerke, die wir hier sehen am Flussufer? Im Wesentlichen schon, das musste man nicht groß korrigieren, aber eben einzelne Stellen sind nach modernen Gesichtspunkten verstärkt worden. Es kommt jetzt natürlich in der modernen Zeit auch immer wieder der Ruf nach Renaturierung. Man sagt, ja, aber das ist ja nicht der natürliche Flusslauf. Wir möchten eigentlich wieder eine Lind, wie sie einmal war. Das wäre aber nicht so ganz harmlos für die doch hier ansässige Bevölkerung, die auch hier wohnen will. Das Lindgebiet ist übrigens ein wunderbares Naherholungsgebiet. Man kann hier diesem Kanal entlang joggen, man kann Velo fahren, man kann sicher auch mit Booten sich hier bewegen. Der Ruf der Wildnis, den da ein paar wohlstandssaturierte Städte verspüren und dann überall Wölfe, Bären ansiedeln möchten, möglichst weit weg natürlich von ihrer Wohnung und auch die Flussläufe zurückbringen in ihre anarchische Form. Hans Conrad Escher, interessant, er kanalisierte die Lind, ein anderer Escher hat den Gotthard durchbohrt, waren die beiden verwandt? Die waren natürlich weitläufig verwandt, das sind im Wesentlichen zwei Zweige in Zürich, die geherrscht haben, kann man wirklich sagen. Die haben sehr viele Ratsherren und Bürgermeister gestellt. Es ist ein wichtiges Geschlecht, neben den Hirzel ein führendes Geschlecht. Und dieser Hans Conrad Escher imponiert mir auch insofern, als er unglaublich körperlich trainiert gewesen sein muss. Er hat jetzt also Touren und Wanderungen unternommen, etwas Unglaubliches, wirklich. Und er hat sehr, sehr viele wunderbare Zeichnungen angefertigt. Von den Gebirgen, aber auch von den Gletschern, wie er sie noch beobachtet hat. Ich fürchte, er wäre heute sehr enttäuscht, wenn er diese Gletscher wieder besuchen würde. Was ist die Bedeutung dieses Lindkanals für die Schweiz, für die ganze Modernisierung? Für die, der Schweiz, auch für die Wirtschaft, für die Bevölkerung, die hier gelebt hat. Was ist sozusagen der zivilisatorische Impact dieser Flussbezähmung? Es war sicher einmal auch ein politisch hochwichtiges Ereignis. Es passiert in der Helvetik. Wir haben eigentlich im Grunde fast noch eine Fremdherrschaft. Die Franzosen, eben Napoleon, hat hier einiges zu sagen. Er hat der Schweiz die Mediationsverfassung aufs Auge gedrückt. Die war eigentlich nicht so schlimm, aber eben doch nicht entsprechend dem, dass jetzt beispielsweise alle Schweizer
gleichen Rechtes gewesen wären. Es gab da doch wieder einiges, das man zurückbuchstabiert hat in die alte Eidgenossenschaft. Es ging nicht mehr alles, aber ein paar Dinge wurden schon zurückversetzt. Aber dieses Lindwerk hat in der Helvetik auch den nationalen Gedanken gestärkt, denn man hat gesehen, was man mit gemeinsamer Anstrengung fertigbringt. Bei diesem Lindwerk beteiligt waren eben die Kantone St. Gallen, Glarus, Schwyz und Zürich. Und diese vier Kantone tragen heute noch in öffentlich-rechtlicher Form dieses Lindwerk. Und das Zurückgehen der Überschwemmungen, was hat das letztlich bewirkt? Das Zurückgehen der Überschwemmungen hat natürlich die Gesundheit der Menschen hier enorm gefördert. Man hat auch beobachtet, dass die Tuberkulose vorher sehr viel mehr vorgekommen ist. Das mag auch damit zusammenhängen, dass man hier eben trockenere Verhältnisse geschaffen hat. Und es gab natürlich Wirtschaftsland, es gab auch ein sicheres Gefühl, wenn man sich hier ansiedelte, wenn man hier wohnte. Die Dörfer haben natürlich profitiert von dieser erhöhten Sicherheit. Man musste nicht mehr Angst haben, dass alle paar Jahre eine Katastrophe der Überschwemmung passiert. Interessant ist ja, dass zum Beispiel Deutschland immer wieder heimgesucht wird. Die Elbe beispielsweise ist so ein Hochwasserfluss, der zu gigantischen Überschwemmungen führen kann. Wir hatten kürzlich eine Katastrophe gigantischen Ausmaßes, wo ein ganzes Dorf mehr oder weniger weggerissen wurde in Deutschland. In der Schweiz hört man das weniger, diese Flusskatastrophen. Dabei sind wir ja ein Land mit sehr vielen Bergen, mit vielen Niederschlägen, mit vielen Seen, mit vielen Flüssen. Warum ist eigentlich die Schweiz da etwas heiler bis jetzt davongekommen? Es sind natürlich schon etwas weniger exponierte Verhältnisse, wenn man die Natur betrachtet. Es ist hier doch ein bisschen idyllischer noch als beispielsweise in Hamburg, wenn wirklich etwas passiert. Das muss man sagen, es ist etwas kleinräumiger und es ist vielleicht noch etwas einfacher, hier Vorkehrungen zu treffen. Dann aber muss man wissen, dass seit langem natürlich die Schweiz über ganz hervorragende Ingenieure im Gebiet Wasserbau hat und die natürlich ihr ganzes Wissen und Können hier anwenden können. Also da kann man wirklich vertrauen diesen Menschen, diesen Technikern, auch diesen Arbeitern, die dieses Werk vollbracht haben. Die haben sich sehr viel überlegt, was könnte passieren im schlimmsten Fall. Man muss sich ja immer auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Bemerkenswert ist, dass diese Palisaden oder diese Kanalbeschränkungen, diese Schutzwelle, die wirken gar nicht so hoch. Und ist es also tatsächlich so, das ist ausreichend, diese, was sind das? Was ist das? 1,50 Meter oder wie hoch sind diese? 2 Meter vielleicht, das reicht also, um den Fluss einzuhegen. Das sollte reichen, ja tatsächlich. Man hat zum Teil noch Nebenkanäle angelegt, aber es ist tatsächlich so, dass man nicht erwarten muss, dass jetzt da plötzlich 5 Meter höhere Gewässer uns entgegenkommen. Da hat man wirklich geschaut, dass hier ein Ausgleich geschieht zwischen Walensee und dem oberen Zürichsee. Und einfach um das plastisch nochmal vorzuführen, früher, bevor es diesen Kanal gab, kann der Fluss ja durch ganz andere Teile des Tals geflossen sein, oder dann hatten wir hier Zustände wie in einem großen See. In einem Flachsee war die ganze Ebene überschwemmt. Wie muss man sich diese früheren Überschwemmungen vorstellen? Vielleicht nicht gerade ein großer See, aber sehr, sehr versumpft alles. Und tatsächlich hat diese Lind ihren Weg gesucht, eigentlich quer zu diesem Tal, zu dieser Lindebene, und ist dann da überall so geflossen, wie es ihr gerade passte, vor allem in Ziegelbrücke, im Raum Wesen, Niederurnen auch. Und da hat man wirklich mit diesem Lindwerk Ordnung geschaffen und so gesehen muss man mit solchen Überschwemmungen zum Glück nicht mehr rechnen. Lieber Christoph, vielen Dank. Meine Damen und Herren, das ist doch interessant hier, wenn wir sehen, wie damals im 19. Jahrhundert mit solchen Naturherausforderungen umgegangen worden ist. Heute vermutlich würden die Ökologen nicht mehr sagen, dass man Wehre bauen soll und ein Lindwerk, sondern dass man entsprechend sein Verhalten ändern muss, dass es weniger regnet in der Lindebene, dass der Fluss nicht mehr anschwillt, während man damals die Auswirkungen solcher klimatischen Phänomene bekämpft hat, technisch, naturwissenschaftlich, und nicht dieser Voodoo-Zauber da der umfassenden gesellschaftlichen Umgestaltung, wie wir das heute beim
Klima sehen, ist ja auch ein interessantes Thema, das bei uns völlig tabuisiert ist. Was ist eigentlich schlauer, die ganze Industrie zu verschrotten, oder wäre es vielleicht klüger, die Auswirkungen des Klimawandels durch technische Methoden, wie man das damals gemacht hat, H.C. Escher, das entsprechend so zu begradigen, so in den Griff zu bekommen, abzumildern. Das sind eben noch die, ja, die Pioniere des technischen Zeitalters, der technischen Zivilisation im 19. Jahrhundert, als ein Fortschrittsglaube herrschte, als man eben noch an die Methoden der Naturwissenschaft zur Bewältigung und Besserung des menschlichen Loses glaubte und nicht mit ihnen sozusagen den ganzen Planeten aus den Angeln heben wollte. Mit diesen Schlussgedanken jetzt etwas freihändig abgeleitet von der Lind zum Thema Klimagesetz in der Schweiz verabschieden wir uns und wünschen einen schönen Tag, freuen uns auf ein Wiedersehen bei den nächsten Meilensteinen. Machen Sie es gut.